Ja, ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut reingerutscht seid, die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt, auch entsprechend reichlich beschenkt wurdet. Und nun möchte ich euch, nachdem ich selbst eine kleine Weihnachtspause eingelegt habe, ganz herzlich zum ersten Let's Play des Jahres 2016 begrüßen. Wir fangen an dieses Jahr mit Total War Attila. Da habe ich ja im letzten Jahr einige Videos hochgeladen. Allerdings das Ganze dann auch in den letzten Wochen und Monaten etwas vernachlässigt zugunsten von Heroes and Generals. Es hat sich nun bei Attila doch einiges getan, deswegen dachte ich mir, gut, als Auftakt für das neue Jahr ist Attila ganz gut. Einen kleinen Jahresrückblick möchte ich euch vorweg allerdings nochmal geben. Wir haben es tatsächlich geschafft, im letzten Jahr die Abonnentenzahl entsprechend zu erhöhen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 133. Ich weiß, das ist nicht viel. Ich sehe auf vielen YouTube-Channels, die haben Zehntausende bis Millionen Abonnenten, aber dafür, dass ich das nur nebenbei mache in meiner Freizeit, wenn ich dann halt welche habe, denn im Moment habe ich auch so viel zu tun, dafür finde ich das schon ganz in Ordnung. Und bin sogar sehr, sehr positiv überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass die Videos doch Anklang finden. Und auch wenn man sich die Aufrufe anschaut, ja, für ein Projekt nebenbei kann man sehr, sehr, sehr gut damit leben. Deswegen möchte ich mich bei euch allen bedanken für eure Treue im letzten Jahr, möchte auch ganz herzlich alle neuen Abonnenten begrüßen und hoffe, dass ihr hier mit den Let's Plays, die ausschließlich auf Deutsch sind, wobei ich häufiger jetzt auch mal mit dem Gedanken gespielt habe, einige auf Englisch hochzuladen, das bisher aber doch noch verworfen habe, denn das ist mir dann doch etwas zu mühselig, denn entweder müsste ich komplett auf Englisch reden, was halt für die deutschen Abonnenten schwierig ist unter Umständen. Dann müsste ich halt entsprechend deutsche Untertitel einblenden oder halt das Ganze umgekehrt machen und die Zeit habe ich dann doch nicht, mich stundenlang in ein Video zu setzen. Deswegen zunächst Let's Plays nur auf Deutsch. Ich hoffe, dass ihr auf meinem Kanal Spaß haben werdet. Ich habe ja viele Heroes and Generals Videos auch immer mal wieder Updates, je nachdem, wenn ein neuer Build zur Verfügung steht, gibt es ja auch entsprechend Spieländerungen. Dementsprechend auch zu alten Videos gibt es immer mal wieder Updates, denn es ändert sich viel, gerade bei Heroes and Generals. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Denke mal, mein Konzept ist eigentlich ganz gut, dass ich diese Let's Plays tutorialartig aufziehe. Das heißt, euch auch Tipps gebe, zeige, wie Steuerungen funktionieren. Ihr könnt mich bei Fragen auch immer wieder anschreiben. Ich versuche möglichst zu antworten. Wenn ich die Antworten gleich weiß, dann schreibe ich das auch rein. Ansonsten ab und zu muss ich selbst nachschauen. Steht auch noch eine Antwort bezüglich der Credits auch bei Heroes and Generals, aber ich versuche mich dort zu bemühen, um eure Fragen zu beantworten, damit ihr selber dann auch besser spielen könnt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vielleicht der herausragende Player bin, aber wie gesagt, ich mache das nebenbei und ja, möchte euch einfach helfen, besser mit den Spielen dann zurechtzukommen. Gut, kommen wir nun aber zu Attila. Es gibt ja viele neue DLCs, die in den vergangenen Monaten hochgeladen wurden. Ihr seht, hier sind jetzt alle vorhanden. Zum einen
gibt es viele Fraktions-DLCs, zum anderen allerdings auch einige oder zwei neue Kampagnen. Ihr seht sie hier, Der letzte Römer und Zeitalter Karls des Großen. Zu den Fraktionen komme ich dann später mal. Wir wollen uns heute mal mit einem Kampagnen-DLC beschäftigen, nämlich mit dem Zeitalter Karls des Großen. Denn das ist ein ganz guter Übergang zwischen Rom Total War und Attila, was ich persönlich eher so als integrativen Bestandteil dann von Rom 2 sehe. Es gab ja in der Vergangenheit, also bei Rom 1, gab es ja auch die Erweiterung Barbarian Invasion, die im Wesentlichen Attila entspricht. Aber das ist halt bei beiden Spielen, der ist der Fokus auf dem Römischen Reich. Zum einen vom Aufstieg des Römischen Reiches über die Hochzeit, halt in Rom 2, bis dann zum Untergang des Römischen Reiches in Attila und der letzte Römer. Wie gesagt, da werde ich auch noch ein Let's Play zu hochladen. Nun befinden wir uns allerdings hier an der Schnittstelle sozusagen zwischen Medieval und Rom, nämlich dem Beginn des Mittelalters. Ihr startet 768 nach Christus, habt 8 Fraktionen zur Auswahl. Einmal Königreich Karls des Großen, dann Asturien. Ich zeige euch das ganz kurz hier in Nordspanien, die Awaren, in der Balkanregion, das Emirat von Cordoba in Portugal und dann ein Teil Westspaniens, das Königreich der Dänen auf Jütland und die Langobarden, Norditalien, Alpenregionen. Dann haben wir Mercia mit Mittelengland und die Westfalen um Osnabrück herum. Also das letzten Endes heutige Nordrhein-Westfalen, kleine Teile Niedersachsens. Okay, jede Fraktion, wie auch schon bei Rom und bei Attila, hat entsprechend Fraktionseigenschaften. Es gibt unterschiedliche Religionen. Ihr seht hier das Heidentum bei den Westfalen, Mercia, Langobarden und wo haben wir sie noch? Dann Asturien und Königreich Karls des Großen als Christen. Dann haben wir hier noch den Tengrismus, den Islam und halt, wie gesagt, entsprechend das Heidentum. Gut, also jede Fraktion entsprechend diverse Fraktionseigenschaften. Das könnt ihr euch dann hier anschauen. Herausforderungen seht ihr auch entsprechend. Wir werden uns heute mal mit dem Königreich Mercia auseinandersetzen, Litchfield. Und als Hauptstadt sozusagen, wenn man so will. Die Herausforderung ist leicht, deswegen denke ich mal, für so ein Let's Play ist das eigentlich erstmal ganz gut. Wir gehören den Christen an, haben als Fraktionseigenschaft doppelte Einheitenverstärkung, wenn die besiegten Truppen nach der Schlacht aufgenommen werden, und zusätzliches Einkommen für jede zerstörte feindliche Einheit. Ihr könnt euch nur so ein bisschen was durchlesen, geschichtlich. Letzten Endes geht es darum, mit Mercia sozusagen England unter einer Krone zu vereinigen. Gut, wir spielen auf Normal, obwohl wir halt nicht neu bei Total War sind, aber das ist ja egal. Es gibt eine sehr schöne Videosequenz, die ich allerdings überspringen werde,
Irgendwann sprengt das, also nicht gerade meinen Festplattenspeicher. Aber die Länder der Angelsachsen fallen. Den Upload, das dauert dann halt doch etwas lange, selbst mit einer 50.000er Flat die Videos hochzuladen. Gut, es gibt einige Besonderheiten in dieser Kampagne. Wir haben also hier diese Kriegsmüdigkeit. Könnt ihr euch durchlesen, wenn es euch interessiert. Das bedeutet, letzten Endes mit jeder Runde Krieg, die wir führen, steigt dann irgendwann unsere Kriegsmüdigkeit und unsere Einheiten bzw. unsere Fraktion erleidet gewisse Defizite. Wie die aussehen, das werde ich euch dann noch zeigen, wenn wir einen Kriegsmüdigkeitsstatus erreicht haben. So, unser Kapitelziel ist es, Imperienstufe 3 zu erreichen. Und dafür bekommen wir 5000 Talente. Dann haben wir natürlich noch einige Unterziele. Bonusziele heißen sie ja. Mathrafall sollen wir noch einnehmen. Dann 40 Einheiten unterhalten. Ihr seht, wir starten mit 8. Zwei Münster bauen. 80% Christen in unseren Provinzen, das ist halt gegeben. Habt ihr ja gesehen, unsere Startbedingungen halt ist halt das Christentum. Dann 5000 Talente Einkommen pro Runde. Jetzt haben wir natürlich noch 0, weil erste Runde, logischerweise, zeigt er uns in der Vorrunde nichts an. Und wir sollen Vitan als Technologie erforschen. Das sind unsere ersten Ziele für dieses Kapitel. Wir gucken uns mal die Fraktionen kurz an. In der Übersicht seht ihr hier zum einen auf der rechten Seite die Imperienstufe. Wir sind jetzt Stufe 1, unbedeutend. Dann seht ihr Stufe 2 und Stufe 3. Also es ist hier ein bisschen schwer zu erkennen und man muss dann doch mal vielleicht seine Lupe nehmen. Selbst mit einem großen Bildschirm. Ihr seht, mit jeder Stufe, die ihr steigt, wird der Einheitenunterhalt teurer. Ja, also Stufe 2 schon plus 1%. Stufe 3 sind es dann plus 3%. Also es gibt nicht nur Vorteile, die ihr habt, wenn ihr größer werdet. Auf der linken Seite unter Eigenschaften wird euch dann auch entsprechend die Kriegsmüdigkeit angezeigt. Im Moment haben wir jetzt hier noch gar nichts, weil wir ja uns in der ersten Runde befinden und dementsprechend noch keine Defizite haben. Aber ich werde darauf zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Gut, unsere Familie. Es gibt jetzt einige Neuerungen, was die Ämter anbelangt. Es war ja im Vorfeld so bei Rom und bei Attila, um hier entsprechend die Karriereleiter aufzusteigen, habt ihr entsprechend Punkte benötigt, nämlich hier diese Einflusspunkte. Das ist jetzt immer noch so. Allerdings, wenn ihr seht, also ich klicke jetzt einfach mal einen Charakter an, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, oben seht ihr Einflusskosten 20. Also jeder Rang kostet gleich viele Einfluss oder hat die gleiche Anzahl an Einflusskosten. Es gibt keine Abhängigkeiten mehr, wie das in den vorigen Spielen der Fall war. Also halt, dass ihr mindestens 14 Jahre alt sein müsst, aber ihr müsst jetzt beispielsweise nicht dem Gefolge angehört haben, um zu den Dukes befördert zu werden und so weiter. Gut, gleiche Kosten. Das heißt, ihr könnt alle eure Familienmitglieder, männlich natürlich nur, und die anderen Adligen dann hier in die Ämter berufen. Von Anfang an.
Jedes Amt, das seht ihr ja hier, hat entsprechende Eigenschaften. Zum Beispiel die königlichen Gefährten, ne, erhöhen euren Einfluss plus 3 pro Runde, Loyalität plus 3, öffentliche Ordnung plus 2, Armeemarschall erhöht dann die Integrität eurer Streitkräfte, der Hofmarschall den Steuersatz, ihr seht, abnehmend dann auch den persönlichen Einfluss. Dann für die Elderman habt ihr moralische Ausbildung plus 6 für alle Rekruten. Dann für die Dukes Wohlstand 10% aus Handelsgebäuden. Und hier entsprechend für das Gefolge Wohlstand plus 10% aus Landwirtschaft. Gut. Wir nehmen dann mal unseren Erben, setzen ihn für die für das Amt des königlichen Gefährten ein, damit einfach in unseren Provinzen die öffentliche Ordnung steigt. Das ist eigentlich immer recht wichtig. Uneigentlich auch. Dann haben wir hier einen Staatsmann. Unseren König können wir halt leider ja nirgendwo hier reinsetzen. Dementsprechend werde ich jetzt hier... Ah, den können wir als Elderman... Werde ich jetzt hier mal ein wenig die... Posten aufteilen. Tja, Wohlstand ist eigentlich auch nicht schlecht. Okay. Gut, also ihr seht, ich habe das jetzt hier so ein bisschen gestreut, einige Ämter leer gelassen. Es liegt einfach daran, ihr könnt jetzt natürlich von oben nach unten die Ämter besetzen. Schaut euch aber lieber an, was habt ihr für Gebäude und was wollt ihr bezwecken. Zum Beispiel hier für das Gefolge, klar. Kommen nur plus 1 pro Runde an persönlichen Einfluss und Loyalität plus 1, aber habe Wohlstand plus 10% aus Landwirtschaftsgebäuden. Landwirtschaft ist sehr wichtig, denn für eure Nahrungsproduktion benötigt ihr landwirtschaftliche Gebäude. Handelsgebäude haben wir, glaube ich, noch nicht so viele am Anfang, dementsprechend jetzt erstmal zu vernachlässigen. Dann den Elderman Posten. Ups, jetzt, das war jetzt gerade nicht ganz so geplant. Den habe ich jetzt. Okay. Sorry. Den Elderman Posten. Ihr seht, moralische Ausbildung für alle Rekruten der kommandierten Streitkraft. Das heißt, ich werde jetzt mit ihm, dem Conrad, dann eine neue Armee aufbauen, den Hofmarschall für erhöhtes Einkommen plus 5% Steuersatz in allen Provinzen und ganz wichtig am Anfang halt die öffentliche Ordnung. Integrität ist auch wichtig, zumal das für alle Streitkräfte gilt, aber wir haben im Moment nicht so viele Personen zur Auswahl. Die Kandidaten hier könnt ihr erst verwenden, wenn sie auch wenigstens Armeen kontrollieren. So, okay. Dann wollen wir uns zunächst mal... Wir machen uns auf den Weg. In eine bessere Position begeben. Rekrutieren ein paar Einheiten. Ihr seht, die Bilder sind etwas schicker. So, wir brauchen auf jeden Fall Speereinheiten. Bogenschützen. Die ersten drei Einheiten haben wir. Dann könnt ihr euch mal eure Provinzen und die dortigen Siedlungen anschauen. Ihr seht auch hier wieder andere Bilder. Thanes und Thane-Sperrkämpfer sind unser
nächstes militärisches Ziel. Dementsprechend werde ich hier eine Kaserne entwickeln. Noch haben wir Nahrungsüberschuss von 46. Das heißt, hier wird zunächst mal nichts gemacht. Gucken uns mal London an. Da haben wir einen Handelsposten. Wachstum plus 4, Wohlstand 225. Ja, dann können wir, nehmen wir den auch noch mit. Die Diplomatie, also ihr seht, hier wirklich Mittelengland, der Bereich. Gwynedd und Powys sind unsere Feinde. Der Rest ist uns gegenüber freundlich oder neutral, Entschuldigung, eingestellt. Kent befindet sich hier, ist unser Tributstaat. Wir können dann schauen, ob wir einige und die guten Wünsche unseres Volkes an euch und die euren Pakte eingehen können, nicht Angriffspakt. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut am Anfang. Northumbria. Wir hören uns eure Angebote gern an. Okay, Handelsabkommen wollen sie nicht. Aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Der Herr kann. So, Lancer. Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Sprecht und ich höre euch an, ehe ich euch das. Okay. Wir müssen erstmal unseren Einfluss ein bisschen ausdehnen. Ich kann euch nochmal ganz kurz die Siedlungen zeigen. Also, wir besitzen hier Chester im Norden. Dann. Unsere Hauptstadt. Dann haben wir hier Lincoln und London. Aber Litchfield. Gerade schon wieder so ein Wortfindungsschwierigkeiten gehabt. Gut, Chester hat eine strategisch ganz günstige Position, denn von hier aus kommen wir nach Irland rüber. Das ist ja auch eins unserer Ziele. Wir besitzen eine Armee und dann haben wir hier noch eine Äbtissin. Die aber im Moment, ja, wir können die Bevölkerung inspirieren, aber ansonsten ist sie eigentlich erstmal nicht ganz so wichtig, um zum Beispiel zu bekehren. Weil die anderen Fraktionen hier auf der englischen Insel müssten eigentlich auch alle dem Christentum entsprechen. Wir können uns das mal anschauen. Ja, das geht ja natürlich noch nicht. Aber soweit ich weiß, schon. Okay. Zu den Technologien. Ihr habt hier die Zweiteilung Militär und Zivil. Direkt. Das war ja bei Rom ein bisschen anders aufgebaut. Wir gehen dann zunächst mal in die zivile Forschung zu den königlichen Erlassen, um die öffentliche Ordnung zu erhöhen. Wobei wir jetzt hier ein plus 1 haben, aber in London ist immer noch minus 5. Genau, also ihr seht hier 100% Christentum, wie ich das eigentlich gesagt habe. Deswegen erstmal noch nicht so wichtig. Inspiriert die Bevölkerung, dann steigt ihr auf und dann könnt ihr später auch Maßnahmen gegen Einheiten und Städte einleiten. Ja, aber am Anfang ist diese Äbtissin erstmal ein bisschen nutzlos. So, okay. Hier müssen wir drauf aufpassen, auf die wilden Biester, wie sie heißen. Die könnten unsere Siedlungen angreifen. Ach ja, ein Provinzstatthalter. Dann können wir auch gleich noch einen Erlass ausstellen. Ihr habt zwei Erlasse zur Verfügung. Entweder Kriegerriten, die Einheitenerfahrung plus 1 für alle Rekruten beinhaltet und 2% militärische Entwicklung.
oder Umsiedlung minus 10% Baukosten und Wachstum plus 10. Wir nehmen erstmal das Wachstum und dann können wir unsere Städte schneller ausbauen. Und derzeit befinde ich mich ja in der zivilen Forschung. Und dann beenden wir die Runde und schauen mal, was unser Feind so macht. Nicht viel. Okay, 4 Runden Zeit. Um Wessex, Mercia und Northumbria zu besitzen. Und wir werden dann zum König von England berufen und ein Königreich entsteht. Gut, dann stellen wir einen Erlass aus. Beim Rest war es etwas kompliziert. Gut, Umsiedlung. Wir können Lincoln noch ausbauen. Jetzt in der letzten Runde, gut, da war es nicht möglich, weil wir nicht die Gelder hatten. Aber ein Schmied ist ganz gut, der erhöht die Rüstung unserer Einheiten. Ich erwarte eure Befehle. Und dann rekrutieren wir mal noch ein paar Einheiten. An die Arbeit! Kämpft mit uns! Es ist ein gutes ein Leben! Axtkämpfer können nicht schaden. Was haben wir denn hier? Verleumdung. Ein skrupelloser Rivale hat schreckliche Gerüchte über eines eurer Familienmitglieder verbreitet. Gibt den Befehl und der wird zum Schweigen gebracht. Na gut, wir bezahlen ihn. Okay, plus 1 Loyalität für Weber. So, dann schauen wir mal, ob wir... So. Würde ich mal nie. Okay, so. Wir können jetzt noch eine neue Armee aufstellen. Da haben wir ja gesagt, den Conrad als Unternehmer, aber ich glaube, der hatte den. Genau, er hatte nämlich den Posten des Elderman inne, deswegen als General ganz gut. Ich sehne mich nach einem Kampf. Wollen wir ihn natürlich auch ausstatten? Er bekommt erstmal Speereinheiten. Ich produziere schon mal für die nächsten 3 Runden. Seid ihr bereit, dem Stamm eurer Deals zu leisten? Okay. Da haben wir keine Chance gegen. Also ihr müsst am Anfang immer damit rechnen. Im Grunde fast egal, wie ihr spielt. Entweder wird Chester hier oben vom Norden aus angegriffen oder kein Krieger will im Kampf allein südlich. Ihr habt halt zwei Feinde
hier direkt angrenzend und am Anfang aber nur eine Armee. Dementsprechend, ja, ist es natürlich schwierig. Fangt dann euch an zu richten. Alle Siedlungen zu verteidigen. So, wo haben wir denn jetzt den Krankheitsausbruch? Schwindsucht. In London. Gut, wir können da aber noch nicht viel machen. Wie ihr seht, Ausbauten sind nicht möglich. Dementsprechend müssen wir erstmal damit leben. Durch den Angriff ist jetzt unsere Nahrungsmittelproduktion ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay, ich kann da nicht alle. Das müsste noch gehen. Okay, und in der nächsten Runde werden dann die anderen verstärkt. Ich will stündliche Wachgänge. Gut. Die schicken wir mal in unsere Siedlung. Wir haben jetzt zwar Verluste erlitten, aber gut, nächste Runde sind die wieder ausgeglichen. Außer wir werden jetzt angegriffen von allen Seiten. Dementsprechend ziehe ich mich lieber ein Stück raus. Ich werde dann zwar auch Verluste erleiden, aber habe die Möglichkeit, mich im Notfall zurückzuziehen. Gut, dann beenden wir die Runde. Da werden wir schon angegriffen. Okay, wir haben aber eine relativ gute Abwehr. Ich werde das jetzt mal automatisch entscheiden. Ja, knapper Sieg, aber immerhin ist irgendwas komplett verlustig gegangen. Nein. Wir haben noch alle Einheiten behalten. Dann die Krieger übernehmen. Da bekommen wir ja einen Bonus drauf. Also ich empfehle euch auch nicht unbedingt alle Schlachten zu spielen, außer ihr habt Bock drauf. Aber letzten Endes ist das natürlich auf Dauer, zieht das Spiel auch in die Länge. Was ja grundsätzlich okay ist. Sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Unser General hat einen Stufenanstieg. Okay. So, das Problem, was wir jetzt haben, ist die Hungersnot. Wir müssen also unbedingt sehen, dass wir hier die Gebäude repariert kriegen. Zumindest das eine. Bereit zum Kampf. Erfüllt eure Pflicht, meine Krieger. Archive, Markthalle, Schiffsmühle. Gut, gehen wir erstmal auf die Einheitenverstärkung. Militärische Forschung. Ihr seht die Thanes und hier. Und die Thane-Sperrkämpfer stehen uns jetzt zur Verfügung. Allerdings, diese Runde kann ich mir die noch nicht leisten. Kommt, Männer, kämpft für uns! Ah, okay. Gut. Ah,
Was möchte ich? Ist auch aufgestiegen. So, jetzt seht ihr hier bei der Äbtissin jede Menge Fertigkeiten. Das ist also ein bisschen anders aufgezogen als bei Rom, bei dem ihr ja dann immer irgendwie eine Auswahl hattet, was ihr neu lernen wollt. Und da wurde mit jedem Stufenanstieg lediglich eine Fertigkeit freigeschaltet. Hier habt ihr jetzt ebenso wie halt bei den Generälen bei Rom zwei Fertigkeitspunkte, die ihr dann entsprechend natürlich auch mit Abhängigkeiten voneinander, die ihr aber entsprechend verteilen könnt. Ihr habt hier vier Basisfähigkeiten: Provokation, geistliche Führung, Rhetorik und Berater. Ihr seht, oder ich gebe euch jetzt kurz die Zeit zu lesen, was das bedeutet, also plus 1 Autorität, dann Religion verbreiten, was ja jetzt im Moment etwas sinnlos ist, weil wir uns in einem christlichen Land befinden, oder auf einer christlichen Insel, müsste man ja korrekterweise sagen. Dann Bevölkerung inspirieren, plus 3 öffentliche Ordnung und Unstimmigkeit fördern. Das ist dann für die, also minus 5 öffentliche Ordnung für feindliche Fraktionen. Und hier könnt ihr auch eure Autorität steigern und dann entsprechend die Auswahlmenüs freischalten. So, ich wollte jetzt noch den Punkt auf Bevölkerung inspirieren geben. Dann haben wir hier auch vergessen, Fähigkeiten freizuschalten, Hingabe, Autorität. Wie war eigentlich so, als hätte ich... Naja, gut. Plus 5%. Munition, das ist gut. Und Unterhaltskosten für Kavallerie senken. Ich sehne mich nach einem Kampf. Die Frage, ob unser General hier... Ah, der hat nichts zur Verfügung. Okay. Wir werden jetzt wahrscheinlich durch die Hungersnot Verschleiß erleiden. Okay, der belagert uns. Da sage ich ja. Wir haben immer noch die Hungersnot, denn es wird jetzt nicht mehr repariert. Beziehungsweise eine Runde brauchen wir noch. Oh. 1271. Schwierig. Okay, brechen wir das erstmal ab. Bereit zum Kampf. Bin jetzt keine Söldner oder Einheiten rekrutieren, aber ich sehne mich nach einem Kampf. Die können wir ausbilden. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Dann schicken wir sie einfach mal zur Unterstützung. Gut, er zieht sich zurück. Okay. Das war zumindest erstmal die letzte Verschleißrunde. Den reparieren wir dann in der nächsten Runde.
Ihr seht, die Einheiten, die Fanes und die Fane-Speerkämpfer sind sehr teuer, aber auch entsprechend wir brauchen gute Kämpfer. Besser ausgerüstet. Kämpft mit uns! Es ist ein gutes Leben! Gut, Nahrungsmittelknappheit gelöst. Dann schauen wir mal, was unsere Diplomatie macht, ob hier sich irgendwas machen lässt. Ich hätte gerne einen Handelsvertrag. Ihr seid willkommen! Doch meine Vorfahren und mein Volk. Schauen wir mal beim. Gebe Gott euch Weisheit, damit ihr mich mit klaren Worten. Ja. Na gut, war eine Chance. Ich erwarte eure Befehle. So. Wir verteidigen unsere Position. Axtkämpfer rekrutieren. Ich biete euch dies im Namen meines Volkes an. Es soll ein Zeichen des künftigen Wohlwollens sein. Huch. Das war ein bisschen zu viel. Okay. So, Bevölkerungsüberschuss, das klingt gut. Sorgt für Verteidigungsanlagen! Wir brauchen gute Kämpfer. Okay. Zwei Einheiten noch, dann haben wir volle Truppenstärke erlangt. Und dann können wir gegen Deng Wei marschieren. Die Schwindsucht breitet sich aus, aber wie gesagt, da kann ich jetzt im Moment noch nicht allzu viel machen. So, dann schauen wir mal, was wir noch für Einheiten an Land ziehen können. Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst zu leisten? Okay. Ihr seht. Übrigens, hier sind einige Sachen sind nicht übersetzt worden, also hier haben wir noch Campaign Movement Range plus 20%. Das ist teilweise sehr spaßig. Wir müssen jetzt leider die Steuern ein bisschen anheben. Zumindest für. Ah, das geht ja noch minus 15. Was haben wir hier? Minus 24. Noch geht's zumindest so für zwei Runden oder so. Werde ich das mal etwas anders machen. Die bleiben. Werden noch nicht rekrutiert. Kann ich noch
irgendwie ein, zwei stärkere Einheiten in der nächsten Runde nehmen. Versucht er nach London zu kommen. Verrückt. Litchfield wird belagert. So, wir haben eine Talentwerbung. Hulqueen von York steht vor einer Loyalitätsfrage. Karl der Große, König der Franken, ist an ihn herangetreten und hat ihn an seinen Hof eingeladen. Hulqueen ist einer der bedeutendsten Denker des Königreichs und von unschätzbarem Wert für euren Hof. Doch ist Aachen eine große Verlockung für ihn und er will die Chance, mit den größten Geistern der bekannten Welt zu arbeiten, nicht verstreichen lassen. Er sucht euch um Erlaubnis, umgehend nach Franken aufbrechen zu dürfen. Hier gibt es jetzt bei dem Dilemma das Problem, wenn ihr ihn gehen lasst, werdet ihr das Problem haben, dass eure Forschung darunter sehr leiden wird. Und das habe ich in einer anderen Kampagne mal gemacht. Dementsprechend werde ich jetzt mal das andere ausprobieren, sein Bleiben fordern. Schauen, was passiert. So, hier haben wir jetzt einen Stufenanstieg. Okay. Ich sehne mich nach einem Kampf. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir hier machen. 13 Einheiten. Wir haben nicht gerade viele Garnisonsstreitkräfte. Gepriesen sei der Vater! Wie kann ich euch helfen? Ausrecken! Die schicken wir dorthin. Ich sehne mich nach einem Kampf. Oh, Rekrutierung der Einheit nicht möglich. Achso, die Siedlung wird belagert. Ja, super. Dann warten wir ab. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide stecken. Okay, Belagerung wurde abgebrochen. Also ihr seht, an den Grenzen ist es ganz schön schwierig. Ah ja, okay, wir haben erbost von eurem Versuch, ihn festzunehmen und so seine akademische Karriere aufzuhalten. Ihr habt zwar damit gerechnet, jedoch überrascht es euch, dass er sich über eure Entscheidung hinweggesetzt hat und dennoch gegangen ist. Ihr nähert euch einer weiteren Kreuzung, mein Herr, und eine weitere Entscheidung steht bevor. Okay. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir ihn bedrohen. Friedensverhandlung. Belagerung beendet. So, einen versteckten Agenten. Ah, okay. Gepriesen sei der Vater. Schon wieder eine Stufe angestiegen. Wie kann ich euch helfen?
Korruption etwas Zaum halten. Ich erwarte eure Befehle. Wir brauchen gute Kämpfer. So. Führ den Sturm! Stellt Wachen auf! Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben! Beenden wir die Runde und ich denke mal, im nächsten Zug können wir uns hier einem unserer Feinde widmen. Nur die Größten wagen es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen. Nur die Schwachen wollen den Tod aller. Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zu Frieden. Was sagt ihr dazu? Ups. Bisschen. Okay. Haben wir erstmal einen Feind weniger. Und wir müssen unbedingt die Steuer wieder runtersetzen. So, 16. Sieht es in Wessex aus? 0. Winter marschieren ist zwar ungünstig, aber wir haben kaum noch eine Chance. Schneller, ihr Verfluchten! Was ist man hier? Führt den Sturm! Bewegt euch, Männer! Hilft ja nix. Alcuin ist wütend und entschlossen zugegen, gleich eurer Beharrlichkeit, Forderungen und Drohungen. Ihr habt es versucht, doch er ist dennoch abgereist. Eure Gelehrten sind wütend über Alcuins Abreise, respektieren jedoch eure Versuche, ihn zum Bleiben zu zwingen. Sie erkennen zudem, dass angesichts seiner Abwesenheit ein anderer Gelehrter sich seinen Namen machen kann, wenn er ihn übertrifft. Daher haben sie ihre Bemühungen verdoppelt, zum gelehrtesten Mann Englands zu werden. Oh, das ist gut. Plus 20%. Forschungsrate für 10 Runden. Okay, ein Aufstieg. Steuereintreiber, Steuersatz plus 2%. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so ein hohes Defizit. Bewegt euch! Die Siedlung wird belagert! Gut, okay, ich meine, die Siegchancen sind hier mehr als gut, das hören wir mal. Dann setzen wir die Siedlung. Okay, nächste Imperienstufe erreicht. Ihr seht, die Reparaturkosten sind natürlich jetzt hier auch geringer. Schaut's hier aus. So.
können wir rekrutieren, Handelsposten. Wohlstand 10% aus Industriegebäuden. Wachstum plus 2. Okay, nehmen wir die Wassermühle. Trifft sich ganz gut. Da bekommen wir landwirtschaftlichen und industriellen Bonus. Ich sehne mich nach können wir hier nur schauen, welcher Charakter. Aufgestiegen ist, dazu beende ich einfach mal die Runde. 5% Rüstung, das klingt auch gut. Movement Range, Geschwindigkeit im Gefecht, gut, okay. Und einen Provinzstatthalter noch einsetzen. Gut, dann wird erstmal die Runde beendet. Okay, wir haben immer noch ein öffentliches Ordnungsproblem in Wessex. Okay, das interessiert uns nicht so recht. Was möchtet ihr besprechen? Noch die Bevölkerung inspirieren. Gut, wir haben im Moment auch nicht die nötigen Gelder. Schauen uns mal an, was eigentlich das Problem ist. Steuern.
Gut, ich werde jetzt die Steuern für ein bis zwei Runden senken und schauen, dass ich möglichst zügig mit Streitkräften dorthin komme, bevor wir pleite gehen. Bereit zum Kampf! Die werden auch noch verstärkt. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich werde zu diesem Attila mit der Fraktion Mercia wenigstens drei. Ich biete euch dies im Namen meines Volkes an. Es soll ein Zeichen des künftigen Wohlwollens sein. Den noch auf 700 kriegen. Schade. Wenigstens drei Let's Plays hochladen. Mal gucken, wie lange wir dann letzten Endes wirklich brauchen, um das Kampagnenziel zu erreichen. Da habe ich nämlich jetzt auch noch keine Ahnung. Aber damit ihr halt einen besseren Überblick bekommt und ich werde dann auch entsprechend einige Schlachten selber führen. Die Movement Range ist ganz gut. Ne? Einige Schlachten dann noch selbst führen. Ich bin eine Dienerin des allmächtigen Herrn. Ahnen, wacht über mich während meiner Rast. So, dann schauen wir mal, wenn wir die Steuern wieder auf normal setzen, das geht auch noch. Gut. Mal verheiraten. Sieht's denn mit der Loyalität aus? 9, 10, 7. Motivierte Gelehrte haben wir noch 7 Runden. Beachtenswertes Imperium. Okay. Gut. Dann auf zur nächsten Runde. Ich könnte noch mehr tun. Also bei Attila und auch bei Rom müsst ihr halt immer bedenken, das ist nicht wie manche anderen Spieler einfach nur ein Rumschlachten, sondern okay, die können wir nehmen.
sondern es gibt halt auch viele Runden, in denen einfach mal keine Schlachten stattfinden. Gerade auch hier. Und da ja hier Kriegsrunden für Kriegsermüdung sorgen, wird halt nicht unbedingt leichtfertig damit umgegangen. Jedenfalls könnt ihr dann in den Runden, in denen ihr keine Schlachten führt, euch entsprechend der Verwaltung widmen. Da können wir... Na, das ist alles teuer. Das heißt, wir werden doch mal wieder ein bisschen die Steuerschraube anziehen. 5. Zehn, naja gut, für eine Runde geht das. Gut, jetzt immer darauf achten, dass ihr auch die Steuern wieder runtersetzt. Sonst habt ihr ein Problem. Minus 6 immer noch. Plus 11. Und hier haben wir einen Stufenanstieg. Gut, Spione. Ich erwarte eure Befehle. Ich will stündliche Wachgänge. Gut, dann werden wir jetzt hier zunächst mal die Ordnung wieder ein bisschen herstellen und danach müssen wir uns einfach mal Mithrafol widmen. Na, auch ein. Gut, jetzt haben wir hier plus 13 öffentliche Ordnung, das ist gut. Und hier plus 11. Das heißt, hier können wir jetzt erstmal bequem die Ordnung herstellen. Haben dann nicht zu befürchten, dass es demnächst zu einem Aufstand kommt. Eine Runde noch, dann ist unsere Unterkunft fertig. Dann haben wir auch Spione zur Verfügung. Da möchte ich mich erstmal bei euch bedanken fürs Reinschalten und im nächsten Teil werdet ihr dann hoffentlich den Fall des Königreichs Powys sehen und die Einnahme von Wales und ja, dann werden
wir hier noch schauen, ob wir unsere unseren politischen Einfluss weiter ausbauen können. Wir können jetzt, ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten. Immer noch das nicht. Und bei den Franken. Seid willkommen, aber strafe uns Gott, wenn wir in unseren... Wird auch noch abgelehnt. Gut, das werden wir dann also im nächsten Teil uns mal anschauen. Ich danke euch fürs Reinschalten und freue mich dann drauf in den nächsten Tagen. Also beziehungsweise wir haben ja jetzt schon das Ende der Woche. Dann in der nächsten Woche euch den zweiten Teil von Total War Attila zu präsentieren, indem es um das Zeitalter Karls des Großen geht.